Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und ja, ich bin wieder mal im Shop. Ich level hier erstmal ein bisschen auf. Und hoffentlich geht das alles ein bisschen schneller. Weil ich habe mir wie immer nicht vorgenommen, so lange aufzunehmen. Aber das schmeiße ich sowieso über den Haufen, weil ich sowieso wieder 5 Stunden aufnehme am Stück. So, was brauchst du? Insekten habe ich nicht mehr. So, ich bin hier im Waffenshop und ich kaufe mir eine neue Keule, einen neuen Stab. Und den kann ich mir gerade noch so leisten. Wie geil. Ich hole mir den Windschläger für Leia. Und leider nicht nochmal aufgelevelt. Schade. So, dann kann jetzt Leia auch ein bisschen zuhauen. Finde ich gut. Okay, dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zu den Minen. Zu den Felganer-Minen. Und ja. Machen alles platt. Ich habe, glaube ich, noch ein Rezept drin. Ich habe keine Ahnung, was für ein Rezept. Ein Gericht meine ich. Wieso sage ich immer Rezept? Und, oh, da ist ein Ausrufezeichen Monster, oder? Nee. Oder? Nee, du bist einfach nur angepisst. Okay. So, wir müssen, glaube ich. Die sind alle irgendwie angepisst. Ach ja, ich wollte den. Verdammt. Fällt mir jetzt erst ein. Ist der in der Aufnahme? Bisschen die Musik runter machen und das hier und das hier. Ich will ja gehört werden. Ich will ja, dass die Nation mich hört. Ja, okay. Ich bin doch hier richtig, oder? Ja, da ist schon der erste Schacht. Geil. Und ich bekomme ja voll viele Rahmen schwarze Federn, kann das sein. Und ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zusammenzufassen, was im letzten Part passiert ist, weil ich bin einfach noch schlecht darin. Mein Kurzzeitgedächtnis hilft mir da auch nicht sehr weiter. Deswegen lasse ich jetzt einfach. Guck doch einfach das letzte Video an. Werbung. Dann könnt ihr ja sehen, was passiert ist. So. Here we go. This must be the mine. So, from what I understand, spirit fossils are a very particular color. Oh, and they make sounds too. Huh, crazy. Ich habe Angst. Strange. It's like the miners quit in the middle of their work. Das ist klar, wenn die Geister rumfliegen. Do you know what happened? No. Maybe there was some kind of accident. They might have closed the mine because it was dangerous. That doesn't sound good. Come on, don't chicken out. We've come too far to quit now. You sure are fired up today. An adventure's waiting. Let's make the most of it. Ready to race? Whoever finds the most spirit fossils wins. Ich will aber nicht getrennte Wege careful, gehen. Okay? I don't want to see you get hurt. Oh, Jude, you always know how to poop on my party. Besides, shouldn't you poop on my worry party? About Mila than me? Now, let's see. Also. I guess it's too much to ask to find some lying around in plain sight. Mila, wait here. Und laufe ja nicht weg. Oh Gott, das war voll gemein. Bestimmte Steine und Wände in der Felganer-Mine können mit Hilfe einer Bergbauausrüstung zertrümmert werden. Suche im Inneren der Steine nach Geisterfossilien. Gehe zu einem zertrümmerten Stein oder zu einer Wand und drücke X, um den Pickel zu heben. Nach ein paar Sekunden schwingst du ihn automatisch. Wenn du X schnell antippst, während du den Pickel in der Luft isst, kannst du die Energie für einen stärkeren Schwung laden. Wenn dein Schwung nicht reicht, um das Objekt zu zertrümmern, probier es weiter. Also einfach erst kaputt hauen. Das kann ich gut. Lass mich raten, da kann ich. Oder oh, wird mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Wie gemein. Ja, ich denke mal, das hier ist das. Oder? Nee, doch nicht. ich lag falsch. Oder ist auch noch voll klein hier? Goldstaub. Wo kann ich denn jetzt hier was? Kann ich hier was? Nein. Oh, 700 Gold, geil. Ja, wo? Da, oder? Nee. Warte mal. Noch nicht, oder? Nein. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo er was sein soll.
Weltverbesserer Jude. I don't see spirit fossils anywhere. Maybe it's time to call it a day. You shouldn't overdo it with your condition. What do you mean my condition? I haven't been sick since I was a kid. That wasn't that long ago. Wow. Welcome back, Jude. Let the nagging begin. What's that supposed to mean? And here I thought that Fenmont had changed you. You should stop worrying so much. Leia, listen. Er hat es immerhin zum Professor Doktor geschafft. Denied. I can't hear you. Na schön. Wir haben eine richtig zickige Relationship, wie man sieht. So, wo kann ich denn jetzt hier was machen? Oder kann ich einfach X? Nö, kann ich nicht. Ja, hier, das sieht doch völlig aus. Ihr seid aber nicht. Ja. Wo kann ich denn? Ich gehe einfach die Wände entlang. Irgendwann werde ich schon was finden. Da. Da. Wo? Wo bist du? Hier. Graben. Ho. Was zum... Okay, nochmal. Ich hoffe, ich mache das richtig. Jetzt hatte ich gedrückt und nichts passiert. Ah, wird schon klappen. Einfach draufhauen. Das war wahrscheinlich nicht mal annähernd richtig gemacht, aber egal. Glitzernzeug. No mistaking that color. Those are spirit fossils. But they're so teensy weensy. Dann suchen wir halt noch mehr. I think I feel a slight breeze. I don't think this is a dead end. You two sit tight. I want to see where it goes. And let you beat me? Ha! Leia, come on. It's too dangerous. And that's why we should all go together. Yep. What's the point of bringing me along if you're just gonna go all lone wolf? Just watch your step, okay? Don't worry about it. So. Na gut, jetzt wo ich ja weiß. Just say so, okay? I'm fine. You and Jude say the exact same things. Jetzt wo ich weiß, wo diese, wie diese Wände aussehen, gucke ich noch mal. Aber hier scheint nichts zu sein. Nee, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich muss schon sagen, so klein dieser Ort, das hat mir nicht. Ach so, da geht noch weiter. Lass mich ran, hier sind Monster aus irgendeinem Grund. Ja, sind sie. Ha, wie konnte ich das nur wissen? Graben. Okay, jetzt. Mit einem Schlag. Geil. Boah, bin ich gut. Oh, yes. Was haben wir gewonnen? Rahmenschwarz. Ja. Von denen habe ich schon genug. 43, Mann. Die spare ich alle für super geile und krasse Sachen, die hoffentlich irgendwann zum Verkauf stehen. Hoffe ich. Sonst sammle ich die irgendwie umsonst. So, das ist eine Sackgasse. Deswegen, du bist ein neues Monster. Komm her. So. Naja. Ha. Mein Gott, hat die lange Beine. Wieso habe ich das jetzt gesagt? Ich dachte auch erst, sie ist größer als Schule, aber ich glaube, die Beine sind gleich groß. Was ich irgendwie nicht verstehen kann. Ich sehe gerade, wir haben TP-Mangel. Ah. Nicht gut. So, ich will ihn einen Angriff. Verdammt, hat nicht geklappt. Jetzt hat sie aber noch einen ziemlich komischen Kampfstil. Also, was ich vom Trailer und so schon gesehen habe, ist sie auch eine Luftkämpferin. Deswegen... Ich habe sie nur gesehen, ja, ja. Deswegen hoffe ich,
dass sie und Mila noch so dutzende Fähigkeiten für den Luftkampf bekommen. Dankeschön. Verdammt. Mann. Dann nimm du. Verdammt. Boah, der verarscht mich hier. Auf damit. Geiler Schlag. Genau, Jude. Und 60% mehr Geld. Geil. Okay, hey. Einfach nur wie ein bekloppter Hämmern. Oh. Hallo. Oh. Drei Stück. Dann mach mal hier. Orangengummi, Orangengummi hier. Ja, ich bin auch blöd. Ach ja, sie kann ja Erste Hilfe. Wie kann ich denn das? So. Jetzt benutze ich noch einen Orangengummi. Und suddenly we are full. What? Warum habe ich 13? Ich dachte, da wären drei Stück. Bam. Was? Da hole ich kurz Luft, sehe auf einmal, das Ding ist immer noch da. Quarzklotz. Ey, den brauchen wir doch. Für irgendeine Quest. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, was für eine Quest und warum und wieso und keine Ahnung. Aber wir brauchen das. Oh, wo habe ich denn das andere Ding nochmal kaputt gemacht? Ich habe da noch irgendwas kaputt gemacht, oder? Hier, mein Gott. Oh, Sack. Ein Riesenmuschel, die hatten wir noch nie. So, ich gucke mich immer schön an der Decke um, weil Aphrids oder Aphrids, wo ist er? Aphrids Schatz. Ich möchte keinen von denen verpassen. Auch wenn ich das wahrscheinlich schon irgendwie gehabt habe. Gehabt habe. Hm. Super, Daniel. Und zack. Aua. Ich kann ihn auch in die Luft einsetzen. Ne? Verdammt. Haha. Ah. Hör auf zu blocken. Greift ihr auch um sich herum an? Sah bis jetzt noch nicht so aus. Und zack, Skylar Schlag. Irgendwie haben wir nichts getroffen. Aua, 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 aua. Danke. Tut ein bisschen Schatz. Und. Wie geil. Wie sie in der Luft bleibt. Zack, komm her. Kann die Gegner aber nicht so in die Luft manövrieren, wie Mila es kann. Da finde ich ein bisschen schade. Die greift nach oben an, also Mila, und dann kann sie direkt hinterher angreifen. So, Kram. Bam. Wie so ein geölter Blitz. Ich hau einmal so dagegen. Wartet, wartet. Musashi. Ihr versteht. So, da oben ist nichts. Jo. Bam. Und noch ein Quarzklotz. So. Dann würde ich aber sagen, wir machen hier in Sicherheit einen Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Von Tales of Xillia. Tschüss.